der Bankberater steckt ja immer in einem Rahmen, aus dem er nicht rauskommt. Der kriegt vorgefertigte Zahlen. Der muss seine Kunden dementsprechend beraten, wie die Bank das Bankziel das vorgibt. Also klassisches Beispiel, das sind Umsatzzahlen. Also es ist heute vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber im Grunde genommen passiert es immer noch täglich, dass die Bank so und so viele Bausparverträge, so und so viele Investmentfonds haben muss, also der Berater. Weil nur dann geht es rundum, weil das sind die Ertragsbringer. Also auch Investmentfonds wird ganz gezielt, wenn die akquiriert werden. Das wird man jetzt in Zukunft auch wieder merken, wenn sehr viel Infrastruktur und ökologische Geldanlagen gedreht werden. Da heißt dann, Herr Hausler, bei einer im Depot habe ich gesehen, ist ja dieser nicht ganz so ökologische Fonds, wir haben da einen ganz tollen neuen grünen Fonds. Sollen wir den nicht umswitchen? Und dementsprechend steckt der ja in dem Rahmen, dass es nicht darum geht, eine super duper Geldanlage zu finden, sondern Assets under Management zu halten. Also da ist das Interesse nicht, dein Vermögen ideal aufzubauen und für dich so zu strukturieren, dass es nicht angreifbar ist, dass es hochrentabel ist und dass das Risiko so niedrig wie möglich ist. Also in der Welt, was kostet's, was bringt's und wo liegt's Risiko? Diese drei Punkte, für die Sparkasse ist es, was es kostet, eher wurscht, weil der Ertrag für dich nicht ausschlaggebend ist. Ja? Und die Rendite, also da gibt es kein Interesse dran, dich reich zu machen, also dir Vermögenswerte zu geben, die nicht weniger werden. Da wird es auch keine Edelmetallstrategien geben, weil hier ist kein Geld verdient für die Bank. Ist es nicht in den letzten Jahren sogar noch schlimmer geworden? Also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr der Werbung kommt, immer mehr der Kreditswerbung und Bausparerwerbung, weil die ja auch gar kein anderes Geschäftsmodell mehr haben, außer wirklich so ein toxisches Zeug zum Verklopfen. Die ertragsbringenden Produkte bei der Sparkasse, was ja früher das Einlagengeschäft war, das gibt es ja nicht mehr durch diese Niedrigzinsperioden. Also muss die Bank entweder Stellen abbauen, das heißt Kosten reduzieren, Geschäftsstellen schließen. Wir sehen, es werden von den 60.000 europaweiten Filialen bestimmt zwischen 30.000 und 40.000 Bankfilialen verschwinden. Und da wird keiner mehr darüber informiert werden, sondern die Filiale ist halt einfach weg, weil der Briefaufwand viel zu teuer wäre. Ja, also das heißt, die ertragsbringenden Sparten sind für deutsche Banken in der Regel nicht mehr gegeben. Weil deutsche Banken im Investmentgeschäft in der Regel nicht sehr gut aufgestellt sind, sondern die leben jetzt tatsächlich nur noch vom Kreditgeschäft. Und Kreditgeschäft bedeutet auch sehr, sehr niedrige Margen, weil Immobilienfinanzierung kostet heute zwischen 0,5 und 1%. Da ist fast nichts mehr verdient. Früher hatten wir Kreditmargen bei der Bank zwischen 1,5 und 2 und dann kam der Zins aber noch oben drauf. Also die Kreditmargen sind komplett weg. Also generell das margenträchtige Geschäft ist bei der Bank komplett weggefallen. Deswegen sieht man immer mehr, dass Banken dann versuchen, Versicherungsgeschäft zu akquirieren durch Zusammenschlüsse oder. Ist das nicht auch gerade für die regionalen Banken, die Sparkassen und Volksbanken extrem gefährlich? Das eine Geschäft bricht weg, das eine unterbrechen die Provision oder der Gewinn weg, dass ich ja auch immer mehr Kredite vergeben muss, um überhaupt ein Geschäft zu haben, und die sind ja dann irgendwann einfach nur noch ausfallgefährdet. Ja, also das wird auf Sicht sicherlich ein echtes Problem werden. Und wenn dann noch dazu kommen so, ich sage jetzt mal, Randerscheinungen, dass ich eigenes Versicherungsgeschäft bei mir im Portfolio habe als Bank, wo ich die Garantiezinsen nicht mehr bedienen kann, also wo ich da schon auch ein Rücklagenproblem habe. Klar kann ich stille Reserven noch aufdecken, aber wie lange geht das? Also das kann schon zu einem systemischen Risiko führen. Und dann ist die Frage, wie wird das systemische Risiko aufgefangen? Der Gesetzgeber sagt ganz klar, das systemische Risiko einer Bank soll durch den Kunden aufgefangen werden, durch seine Einlagen.
Und wenn wir uns heute die Statistiken anschauen, ist es nach wie vor so, dass auf Sichteinlagen, Tagesgeld, Girokonten, Sparbüchern Billionen rumliegen. Und jetzt sind wir mal freundlich, alles über 100.000 wäre abgesichert. Wie viel Geld geht denn da verloren? Oder wird in marode Papiere dann umgewandelt? Also da kann man zu der Thematik stehen, wie man will. Die Fakten kann man halt schwierig wegdiskutieren. Und ich sage jetzt mal, wenn es nicht kommt, ist ja schön. Aber wenn was passiert, dann ist das Gezeter bei denjenigen, die Sichtanlagen bei Banken haben, riesengroß. Und dann kann man nicht sagen, sie hätten es einem nicht gesagt, weil jeder weiß, dass die Verschuldungsgrade der EZB irrsinnig sind, dass die Banken Geld drucken, also gerade die Zentralbanken Geld drucken, auf Teufel komm raus. Das steht in jeder Zeitung. Also es kann keiner sagen, er hat es nicht gewusst. Das gibt's nicht. Man kann sagen, man glaubt nicht dran. Und das geht's nicht. Aber ich glaube ja im Grunde genommen auch nicht dran, dass ich überfahren werde, wenn ich über die Straße gehe. Blöd ist, wenn ich trotzdem angefahren werde. Also, das ist keine Frage des Glaubens. Die Realität wird entscheiden. Aber warum wäre jetzt vom Bankberater nicht darauf hingewiesen, dass mein Geld im Feuer steht? Was würde denn dann passieren? Dann würden die Bank, also die Kunden würden dann tatsächlich ihre Gelder abziehen. Weil wenn es nur den leisesten Verdacht gibt, dass das Geld im Feuer steht, dann ziehen die Menschen ihr Geld ab. Also wenn ich als Bankberater hergehe und sage, Herr Hausler, ich kann Ihnen leider nicht garantieren, dass Ihr Geld bei uns noch sicher ist. Aber das ist ja die Realität. Das ist die Realität. Aber das sagt man nicht. Definitiv nicht, weil er dann sein eigenes Geschäft schädigen würde. Wie ist das eigentlich mit dem einen Gesetz? Da darf er ja auch nichts sagen, oder? Das steht in dem Papier mit drin, dass die Banken, also der kleine Bankberater wird das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz gar nicht kennen. Ist das eigentlich schlimm genug, dass der es nicht mehr kennt? Ich finde es dramatisch, weil das Gesetz gibt es halt seit 2015 und wenn er das nicht kennt, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also ich würde das von meinem Berater erwarten, dass er mich zumindest darauf hinweist. Wie ich mit der Information dann umgehe als Kunde, ist eine ganz andere Sache. Ich kann ja sagen, dieser Bank vertraue ich, das ist keine Frage, das kann ja jeder machen. Aber wenn ich ein Risiko kenne, ist das was anderes, als wenn ich ein Risiko nicht kenne. Gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel Rennauto. Wenn ich weiß, dass ich, wenn ich sehr schnell im Auto um die Runden fahre und ich bin mir bewusst, dass ich kein Airbag und kein DSC und all diese Dinge nicht habe, dann kann ich mein Risiko dementsprechend eingehen. Wenn mir aber einer sagt, du, das Auto, da kann überhaupt nichts passieren in der Kurve, wenn du zu schnell bist, da wird der Computer eingreifen und er weiß es, dass es nicht der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich zu schnell in die Kurve fahre. Also wird es wissentlich in Kauf genommen. Wenn er es jetzt nicht einmal weiß, dann ist es sehr, sehr traurig, von einem Instructor oder von einem Berater, der die Substanz, die Grundlage nicht kennt. Aber das ist doch schlimm, nur weil im täglichen Alltag sieht man, dass sie es nicht wissen. Sie wissen es nicht. Mhm. Ich glaube, dass die alle in ihrer Maschinerie so verhaftet sind, dass sich die auch überhaupt nicht über ihren Tellerrand rausschauen. Und wenn der Chef sagt, jetzt haben wir Bausparwochen, dann sind Bausparwochen und wenn sicher ist, dann ist halt sicher. Mhm. Also ich glaube nicht einmal, dass das mutwillig ist, sondern das ist über 70 Jahre gewachsenes Gedankengut. Mhm. Und wie kommt man jetzt heraus? Das allererste Wichtige ist einmal, ich sage jetzt mal, den Kopf zu öffnen und sich dessen bewusst sein, welche Risiken auf mich wirken können. Ob sie es müssen, ist eine andere Sache, aber ich muss mir darüber bewusst sein. Was ganz, ganz klar ist, es gibt kühne Piloten und es gibt alte Piloten. Es gibt aber ganz, ganz wenige kühne alte Piloten. Und wenn ich heute als Unternehmer, habe ich vielleicht einmal als kühner Pilot gestartet, weil anders geht es nicht. Aber ich will ein alter Pilot werden mit meinem Unternehmen.
Und dann ist es, denke ich, wichtig, dass ich mir über die Risiken, die draußen entstehen, dass ich mir darüber im Klaren bin. In meinem Spezialgebiet meines Unternehmens tue ich das immer. Da weiß jeder über den Wettbewerb, da weiß er über Risiken, über systemische Risiken, über Logistikrisiken, über was auch immer. In seinem Fachgebiet ist er immer der totale Spezialist. In Geldanlagen meinen viele Menschen, sie müssen kühne Piloten sein und kaufen sich Bitcoins oder, sind sich über die Konsequenzen oder über die möglichen Konsequenzen gar nicht im Klaren. Und aus unserer Erfahrung ist es schon so, dass Unternehmer in der Regel kühn beginnen, aber alte Unternehmer, alte Piloten werden wollen. Und das ist auch gut so, weil ich will ein Unternehmerleben lang gut essen und gut schlafen. Und dazu muss ich meine Risiken kennen, weil dann kann ich sie bewerten. Zumindest mal auf der bewertbaren Ebene.